Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Backvideo. Wir machen heute zusammen Heidelbeer-Zitronen-Muffins und das hier sind die Zutaten. Ihr braucht Öl, ich habe hier Olivenöl, dann braucht ihr ganz normales Mehl, Vollkornmehl, Zucker, Naturjoghurt brauchen wir. Wir brauchen Zimt, Vanille-Backaroma, Muskatnuss, Natron, Zitronenschale, Backpulver, ein Ei. Und natürlich Heidelbeeren, aber das setze ich euch ja nochmal alles unten in die Infobox, dann natürlich auch mit der Mengenangabe. Als erstes habe ich alle trockenen Zutaten miteinander vermischt. Und zwar ist das das Vollkornmehl, das normale Weizenmehl, Natron, die Zitronenschale, Muskatnuss, Backpulver und Zimt. Im nächsten Schritt habe ich jetzt das Ei aufgeschlagen und verquirl das jetzt noch so ein bisschen. Was ich total doof in dieser Schüssel macht. Moment. Zu dem Ei kamen jetzt noch folgende Zutaten. Und zwar der Zucker, das Öl, der Naturjoghurt und das Vanillearoma. Und jetzt fügen wir dieser Masse einfach die trockenen Zutaten langsam hinzu. Und wenn wir das jetzt alles miteinander vermengt haben, ist eine relativ zähe Masse entstanden und da werden jetzt einfach noch die Heidelbeeren ganz leicht untergehoben. Das Ganze füllen wir jetzt hier in unsere Förmchen, nicht bis zum Rand voll füllen, vielleicht so bis zur Hälfte, weil es kommt ja noch nach oben. Es sind jetzt mehr Muffins bei rausgekommen, als ich gedacht hätte. Also ich habe hier ein 12er Blech, dann habe ich hier nochmal ein 6er Blech und dann habe ich noch drei so Silikonförmchen befüllt. Das sind dann sozusagen 12, 18, 21 Muffins habe ich rausbekommen und ich habe es schon ziemlich hoch gefüllt. Also ich denke, man könnte auch fast 25 Muffins aus dieser Masse rausbekommen. So, und die Muffins kommen jetzt bei 180 Grad. Für 20 bis 25 Minuten in den Ofen müsst ihr halt von der Zeit her immer mal so schauen. Bei mir dauert es meistens nur die 20 Minuten. Also ich mache nach 20 Minuten, teste ich das halt mit so einer Nadel, steche ich dann da rein. Und wenn kein Teig an der Nadel hängen bleibt, dann sind sie fertig. Und dann kann ich sie aus dem Ofen nehmen. Sollte noch Teig an der Nadel hängen bleiben, dann bleiben sie halt noch ein paar Minuten im Ofen. So sieht das Ganze fertig aus. Sie riechen absolut lecker. Yummy, yummy, yummy. Ich freue mich schon drauf, einen zu probieren. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Backvideo wieder gefallen. Schreibt mir bitte unbedingt in den Kommentaren, falls ihr mal wieder sowas sehen wollt. Und ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!